Und hier drin. Ich nehme an, das Badezimmer ist oben. Ich habe so den leisen Verdacht, das könnte ja wohl, muss nicht sein. Wir sind immerhin unter Wasser. Oh, ich bin voll Stickstoff. Kann nicht mehr tragen. Dann suchen wir mal die junge Dame. Hallo? Hier geht's nach oben. Die müsste ja noch im Badezimmer liegen. Dieb. Okay, ich nehme mal den Bienenschwarm. Hier, nimm. Kannst stehen, wo du bist. Ist auf jeden Fall das Badezimmer. Komm, schalt aus. Ah, ich glaube, das braucht seine Zeit. Da liegt sie ja. Die Gute. Sah auch schon besser aus. Hier, ich lasse dir Wasser ein. Kann ich nicht hochheben mit Telekinese? Kann ich aber auch nicht schlagen. Okay, das war wahrscheinlich auch alles. Ist wahrscheinlich einfach nur hier dazu da, um die Leiche zu sehen. Au. Ja, da hat er recht. Aber ein Grund mehr in ihm mit der Rohrzange eins überzubraten. Ich kann es nicht hacken, was ich normalerweise konnte bei dem. Das heißt, ich muss erstmal die Tastenkombination finden. Ich lasse den Big Daddy jetzt mal in Ruhe. Komm her. Ach, du lebst gar nicht. Ich hätte schwören können, die wird jetzt aufste wäre aufgestanden. Hallo. Hoppla, schon wieder was geraucht. Oh, Kinder. Tote Kinder. Oh nein. Nur für ein Medikit mache ich das nicht. Okay, Überraschungsangriff hat geklappt. Bandagen haben wir noch hier. Ansonsten. Ja, lassen wir es sein. Kann ich das vielleicht löschen? Ich will es jetzt einfach mal probieren. Ich habe ja ionisches Stickstoff da. Nur so testweise. Okay. Hätte mich gewundert, wenn es geklappt hätte. Aber ich wollte es probieren.
So, ich würde sagen, oh, safe. Ich wollte mich hinlegen, aber Autohacker. So, komm rein, kurz hinlegen. Dort hinten haben wir wieder einen Gegner. So. Ich bin voller Eve-Spritzen, dann haue ich mir doch mal eine rein. Oh, als das mit der falsche Taste. Fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot, wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein. So, da oben haben wir wieder eine Kamera. Komm, da hatte ich's doch. Ja, jetzt geht's. Okay, ich gehe hier nach unten. Ich hoffe, ich habe genug, um nach links zu fahren. Das wird aber knapp. Ich habe einen. Zwei. Fehlt noch genau ein. Ach, sehr gut. Okay. Wir haben die nächste Kamera. Na, Splitter haben wir voll. Hier geht's eh nicht weiter. Eindringling! Parasit! Schwinde aus meinem Haus! Ich, sag mal Hallo. Rennen die auch hier rein? Schaffe ich das überhaupt? Sorry. Ich wollte nicht zu nahe treten. Toll, jetzt sehe ich ihn nicht. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Der ist ziemlich tot. Alter! Kannst gleich liegen bleiben. Wo ist diese Flasche hingerannt? Du glaubst. Du komm her! So, Ruhe. Okay, jetzt bin ich hier oben. Genau, ein Gegner müsste noch irgendwo. Oh nein! Brennen und gefrieren gleichzeitig ist nicht so eine gute Kombi. Hoppla, der nächste. Ich wusste gar nicht, dass ich die auch noch gefrieren kann, wenn ich die. Ja, tatsächlich. Okay. Dann habe ich das ja auch erkundet. Wir gehen raus. Ach, schon wieder. Der wird langsam alt. Oh. Alter, wir haben bald kein Leben mehr. Es sinkt wirklich Stück für Stück, sehe ich gerade. Endlich jemand von meinen Qualen erlöst.
Ich hau mir zwei Autohacker rein und den Rest kann ich ionischen Schrot, ionisches Gel brauche ich nicht. Vielleicht hier was. So, zwei, drei. Hat gereicht. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744, ich werde es mir kurz aufschreiben. So, einfach sicherheitshalber, falls ich es vergessen würde. Ich könnte zwar einfach T drücken und dann käme die ganze Audioaufnahme nochmal. Aber wenn ich schon dabei bin, ein paar Gesichter einzuprügeln, wieso nicht? Und tot. Halt die Fresse. So. Ach, wir sind in Tenenbaums Wohnung. Das hat sie ja sehr gut, Ich finde es schade, dass man das nicht machen kann. Das ist eigentlich einfach seltsam. So, wollte ich jetzt tun für die Spritze und zumindest einfach schon für die Bandage. War es sicher nicht schlecht. Hier oben müsste doch noch eine Probe rumliegen. Nehmen wir an, es wird dahinter sein. Oder auch nicht. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Die ist wirklich tot. Ich dachte, die wird noch aufstehen. Sehr gut. Hure. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Tja. Okay. Ist nicht mehr hier. Brauchen einen anderen. Für was hältst du mich? Für einen minder bemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als sie auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerungen. Und glaub mir, die willst du gar nicht kennen. Tja, das sehen wir. Dann suchen wir halt woanders weiter. Oh nein. Ich dachte gerade, der Lake hätte mich jetzt hier noch. Au, das ist natürlich. Das habe ich wieder toll hingekriegt. Ich muss dort hochspringen und es dann schocken. Ah. Oder ich zerstöre es direkt. So, hacken. Wir haben genug Autohacker. Ich hoffe, ein paar Verbandskästen. Alkohol und Brandbolzen. Naja. Au, das tut weh. Komm, bleib stehen. Danke. Wir haben wieder einen Autohacker aufges... Alter. Nichts.
Nicht mein Problem. Ich will mal sehen, was hier oben ist. Gut, nichts. Ha! Alter, ich schaff den nicht zu gefrieren. Stirb. Geht doch. Danke. So, jetzt gehe ich in den Fahrstuhl und verschwinde von hier. Alter. So, was hier? Das kannst du Bescheid wissen. Danke. Alter, die Schrot ist... Ja, wieso auf mich? Was habe ich getan? Oh, denn die Bienen haben ihn... Oh nein, das wird jetzt nicht gut. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Gut, die Bienen sind weg. Aber ich glaube nicht, dass der noch... Das ist nicht so gut. Ich könnte ihn noch mit den Bienen angreifen, damit er einfach für den Moment nichts tun kann, damit ich den Code eingeben kann. Und mit ein bisschen Glück reicht's. Und wenn ich Pech habe, bin ich tot. Warte, du bist vielleicht nicht ganz so. Lass mich einfach in Ruhe. Der Code war 5744. Okay, dann gehen wir hier. 5744. Fertig. Danke und ab geht's.